Moin Leute und willkommen zu einem neuen Part Titan Quest Single Players Play von mir, King Freddy 811, und als Gastkommentator habe ich hier mal den werten Herrn Fischi mitgenommen. Hallo. Ja, und wir spielen einfach mal ein bisschen dieses schöne Rollenspiel, und ja, da wir ja Natur und Jagd genommen haben, werden wir erstmal ziemlich gute Jäger werden, glaube ich. Genau. Und jetzt verprügeln wir erstmal ein paar Monster, die wir gleich finden. Die haben wir schon gefunden. Das weißt du doch. Also ihr müsst wissen, King Freddy hat eine sehr kurze Reaktionszeit. Das heißt, er sieht alles erst später als ich. Also ich sitze neben ihm gerade und er spielt hier gerade. Und ich meine, ich sehe das alles eher so 10 Sekunden früher als er, weil er es überhaupt nicht mitkriegt. Und naja, das ist halt ein bisschen so King Freddy Style. Also sie sollten sich heilen. Okay, mach mal schnell. Ich kann das Spiel nicht starten. Welches Spiel denn? Sie spielen doch schon. Warum siehst du mich plötzlich? Weiß ich nicht, Herr King Freddy 811. Professor, Doktor, Doktor, Doktor. King Freddy 811, der Dein Boss. Gepäck ist voll. Oh, ich glaube, ihr Gepäck ist voll. Ist mir, dass ich lebe. Ich sollte mir ein Mischpult holen. Warum? Weil ich ja nicht immer unter meinen Computer klettern muss. Klar musst du. Nein. So, dass ich lebe? Nicht zu entschuldigen. Du kannst dir auch einfach ein Verlängerungskabel dafür holen. Ich habe ein Verlängerungskabel sozusagen, aber dann wird die Qualität des Mikros schlechter. Es tut mir endlich leid, dass ich lebe. Tut's eh nicht. Ich weiß doch. Herr King Freddy, Sie sollten Ihr Eichenherz anmachen. Wieso sollte ich? Ja, genau das. Und schon mal einen Hund spawnen wenigstens. Ja, perfekt. Ja, aber das ist doch zu leicht dann. Nein, Sie brauchen das schon noch. Ich mache das ja jetzt auch nur für die Fans, weil ich meine, sonst würde ich das ja einfach ohne das alles machen. Aber natürlich. Nimmst du jetzt eigentlich an oder nicht so? Was? So, hier nochmal alles töten schnell. Ja, du weißt schon was. Ich weiß nicht, wovon du redest. YouTube? Weiß ich noch nicht. Ich habe mit denen geschrieben. Und was schreiben sie? Ja, sie antworten nicht. Jo. Du hast keinen Platz mehr. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du so viele Klicks kriegst. Geht doch voll. Ja, ich habe in 3 Jahren noch keine 1000. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon Let's Play. Ich habe in 3 Jahren knapp 110.000 gemacht. Ja, die meisten über Garry's Mod. Nein. Animal Crossing und Pokémon. Nein. Stimmt, Garry's Mod war Kirschi. Worüber hast du die meisten gemacht? Oh, Ich glaube Empire Earth. ich riech doch meine Chips. Wo sind die denn? In deinem Arsch. Ich bin ziemlich beschäftigt. Halt die Schnauze oder ich fick dich. Beeile dich, was möchtest du? Platz im Inventar möchte ich ganz gerne haben. So, die drei tausche ich mal mit den 5 aus. Passt Vielen schon Dank, so. dass du nicht Halt herumlungerst. die Fresse! Ich meine, ich bin eine Frau und trotzdem fick ich dich. Deshalb fick ich euch ganz einfach, wenn der Beat läuft. Ich verstehe, was du mir damit sagen möchtest. Nein, nein. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob du lauter bist als das Spiel oder das Spiel überhaupt zu hören ist. Ich glaube, im letzten Part Das war das Spiel Spiel ist noch zu nicht so hören, laut. danke. Bitte. Alter, wieso geht der Wichser nicht drauf? Geht doch. Klar, noch so ein Drecksknirr, ja. Oh, mach doch hier noch mal ein paar mehr schon mal an hin. Schnall dir doch einfach noch mehr schon mal an hin. Es sind noch nicht hier noch. Köstlichen Schluck Apfelsaft genießen, den letzten. Den letzten, den ich habe. Wir müssen ganz dringend einkaufen gehen. Ja, wahrscheinlich.
Gut. So, hier ist gleich alles tot, sehe ich gerade bei dir. Ist das Spiel jetzt gestartet oder nicht so? Gut, dass ich das nicht lustig finde. Und zum Glück findet man im Internet auch nirgends von der Lösung. Das ist sehr hilfreich. Erstmal aus den Giftwolken rausgehen. Na, dran bleiben. Ich habe auch keine vernünftige Lösung gefunden, wie ich meine SD-Karte wieder zum Laufen kriege. Du brauchst keine SD-Karte mehr. Nein, da ist ja nur alles drauf, was irgendwie wichtig ist. Was siehst du? So, Bilder, Musik, alles, was ich nicht auf dem Computer kopiert habe bisher. Ich werde es mal mit einem anderen Gerät probieren. Da stand irgendwas drin, von wegen, dass es sein kann, mehr Energie. Dass das Gerät, sozusagen während es ein Foto gemacht hat, sich diesen abgemeldet hat. Kannst du noch nicht anwenden. Die Schnauze, die Schlampe. Und sich dadurch sozusagen die SD-Karte jedes Mal aufhängt. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich hoffe es einfach. Weil dann könnte ich ja wenigstens meine Bilder und so noch retten. Mit dem anderen Handy. Das ist auch das nächste, was ich versuchen werde. Weil ich würde schon ganz gerne wieder meine Bilder haben. Sind schon so ein paar tausend wichtige Bilder drauf. Das Scheißspiel startet einfach nicht. Was macht's denn, wenn es hängt sich auf oder? Nein, ich starte das Spiel, dann kommt das UIG Entertainment Bild oder es kommt gar nichts und dann ist es einfach aus. Dann geht's einfach wieder aus. Ja. Bestes Spiel ever. Das ist bestimmt gewollt. Das ist eine Herausforderung. Ich muss 1 Million mal starten und dann kann ich es ja spielen. Ernsthaft? Ja, wahrscheinlich. Nein! Ja, wahrscheinlich. Nein! Hero. Oh, er nimmt übrigens gerade den Part für morgen auf. Ja. Du. Weißt du doch. Und ich rede viel zu wenig. Aber worüber könnte man heute denn mal reden? Man könnte heute ja mal über Kaffee reden. Nur schade, dass Freddy keinen Kaffee mag. Aber das ist kaffeehaft. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen schweigsam. Man merkt es vielleicht. Warum? Ich weiß es nicht. Ich hasse die kleinen Wichser, die sich immer selbst heilen. So wie ich zum Beispiel. Wie willst du Rückenschmerzen? Freddy, wie fandst du heute unsere letzte theoretische Stunde? / meine, weil du deine schon hast. Ja, war ganz schön. Ja, ne? Ganz chillig. Gab nur leider keinen Kaffee. Also ein Kaffee habe ich schon extrem gefeiert. Ich weiß nicht, hat heute irgendwie keine Lust. Gibt hier jetzt mal Schildkrötensuppe. Und Küstenriecher, Viecher oder so. Keine Ahnung, ich kann das nicht durchlesen. Keine Zeit, ich muss zocken. Und ich bin gelevelt, okay. Alter, nee, jetzt heilen die sich wieder gegenseitig. Sowas hasse ich ja über alles. Boah. Ja, Freddy, weißt du, wer morgen frei hat? Ich? Nein, ich. Doch, ich hab frei, ich geh nicht zur Schule. Okay, dann komm mal rum, lass trinken. Apfelsaft. Bin müde. Katzen sind doch so Muschi. Verschwierig.
Schade, dass er morgen keine Fahrstunde mehr frei hatte. Oh, da liegt haufenweise Gold rum. Noch mehr kannst du nicht tragen. Kann sein, dass ich im Single-Let's Play noch nichts Sinnvolles gefunden habe an blauen Items. Nur für mich war's. Ja, und ich glaube für mich ein Bogen, ne? Oder hatte ich ihn aus dem anderen Charakter? Ich glaube, den hattest du aus dem Multiplayer. Also ich weiß, also den hast du auch gefunden. Nee, ich weiß, dass ich mir den gegeben habe. Ja? Ja, hundertprozentig, den habe ich aus dem Übergabereich genommen. Ich weiß aber nicht mehr, mit welchem Charakter ich den gefunden habe. Den Speer habe ich selbst gefunden. Achso, sorry, dass ich lebe. Nicht zu entschuldigen. Okay, ich habe auf dem Waffenwechsel noch keinen Bogen liegen. Sollte ich eventuell mal machen. Weil ich ja ein Jäger bin. Und ich habe irgendwie, habe ich durchdringende Pfeilspitzen. Muss ich gleich kurz gucken. Ich kann ja erstmal leveln. Hier habe ich ja nicht so einen Druck. Warte mal, Holzlehre. 15 Fall, aber irgendwie ist Leben der Präzision einzusetzen. Joa, ne, das hört sich schon mal ganz nice an. Ich könnte aber auch mal solche machen. Machen wir solche zwei rauf und einen auf Wolf. Wie viele Wölfe kann ich jetzt spawnen? Zwei Wölfe. Alle. Yep, das Spiel kann man wohl nicht spielen. Gut gemacht, Freddy. Nicht spielbar? Nee. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Du wolltest das ja unbedingt haben. Ja, vielleicht läuft's ja bei mir. Ich habe ja keinen Scheiß Windows 8. Sorry, dass ich lebe. Sorry, dass du Windows 8 hast. Schlimmstes Programm ever. System. Ach so. Diese Fähigkeit ist immer diese Gärtner, die keine Ahnung davon haben und immer Recht haben wollen. Immer diese Gärtner, die Recht haben, wenn sie sagen, Windows 8 ist scheiße. Ich meine, selbst du fragst dich, warum. Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Oh, ich hasse es, wenn die Leute sagen, diesen Zauber kannst du nicht anwenden. Ich weiß, dass ich den Zauber nicht anwenden kann, Mädchen. Versuchen kann ich es aber trotzdem. Okay, was spiele ich jetzt? Wie gestern? Nö, das ist weit weg. Wie, das ist so weit weg? Man muss jetzt auf den Desktop gehen. Scroll doch einfach in der Steam-Liste runter. Das ist so weit weg schon. Ich will schon über das B raus. Na gut. So, mit Ö, ne? Wir sind jetzt Ö. Du hast keinen Platz mehr. Halt die Schnauze, Mädchen! Ah, wie mir das auf den Sack geht. War das bei den Kerlen auch immer so eine nervige Frauenstimme? Soll ich eine Frau was hören? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwas hat gerade vibriert. Sagt dann so eine ekelhafte Stimme, nö, du hast keinen Platz mehr, du dummer Wichser. Interessant. Ich spiele ein bisschen Saints Row 4. Mach mal. Hauptsache alle Viecher, die hier reinläufen, werden verseucht. Todesgute Attacke, ey. Ich habe Teil 2 und Teil 4 von Saints Row schon durchgespielt. Nice. Du musst mit Kirchen noch durchspielen, ne? Teil 3. Spielt ihr es noch durch, oder? Ja, wenn er irgendwann mal einen PC hat. Raten. Den er nie bekommen wird wahrscheinlich. Niemals. Er bekommt ihn ja hundertprozentig, aber es ist nur noch nicht wann. Ja. Oder ich glaub, wie. In seinem Facebook-Status steht immer noch in 2 Wochen. Was vor ungefähr 5 Wochen war. Ja, 5 nicht, aber... 4 Wochen ist es schon, ja. Ja, so das Pömpelgewehr benutzen. Ich brauche übrigens dringend mehr Energie in diesem Spiel. Viel zu wenig. Und ich bin in Megara. Hallo Leute von Megara. Okay, ich brauche eindeutig mehr Stärke. Ich skill ja auf Stärke und Geschicklichkeit. So viel Geschicklichkeit brauche ich nie im Leben. Okay, den will ich behalten. Schlecht.
Schlecht, schlecht, schlecht. Oh nee, schlecht. Die geben 9 Rüstung plus, das ist auch schlecht. Der Ring ist kacke. Der Schild ist scheiße. Die Keule benutze ich nicht. Den hätte ich ganz gern behalten. Die kostet zwar noch ein bisschen. Wen? Die Rüstung, wobei die andere halt Stärke und Rüstung plus macht, also werde ich die Rüstung auch verkaufen. Und der Helm ist übertrieben gut. Den behalte ich. Gute Reise! Warte mal, den Helm behalte ich. Guten Tag! Wie gut ist der? Der ist scheiße. Nein, der ist eigentlich voll gut, aber nicht so gut wie der hier. Bis gut. Dann! Tschüss! Schwert und Schild sind Schnauze, Junge. Ich denke, dass du hier fündig wirst. Gott, dass die immer so viel labern müssen. Die irgendwie keine Hobbys hätten. In Megara gab es die guten Gesundheitstränke. Nee, nee, auch nicht. Ach, kann man scheiße auf den Eingang. Ja, für diese Waffe habe ich 30 Euro bezahlt. Chillig. Ernsthaft? Nein, 30 Cent oder so. Die ist ja voll lustig. Was hast du denn? Ach scheiß, warte ich kann, mal. Bist du 5 Objekte aufsammeln und die kann ich dann auf die Gegner schleudern. Okay, gut, wir halten jetzt mal die Fresse und nehmen Quests an. Am Arsch. Ich hab fast meinen Apfelsaft umgekippt. Wir haben Probleme. Alle Teile Griechenlands haben in diesen Tagen Probleme. Klar, die Zentauren und die Satyren sind übel, aber für uns sind die wandelnden Toten noch schlimmer. Jede Nacht sind sie an der Stadtmauer. Wenn wir aufwachen, ist jedes Mal mehr Ackerland verbrannt und mehr Vieh ist erschlagen. Oh, das tut mir aber leid. Jo, jetzt haben wir mit dem Spasti geredet. Mit wem müssen wir noch reden? Ich vergesse das immer. Warte, mit dem hier müssen wir mal reden. Warum diese Monster gekommen sind oder was sie wollen, niemand weiß es. Boah, du hast ja richtig viel zu sagen, Junge. Du musst eine wichtige Aufgabe im Dorf haben. Bist du irgendwie der Affe? Ja, bin ich. Stimme und Erinnerung an die ersten Kriege. Die ältesten Schlachten. In den Zeiten, bevor die Götter herrschten, als sie sich noch unter der schweren Hand der Titanen beugten. Diese unförmigen Titanen, sehr stark und grausam, unterdrückten die Götter, ihre Nachkommen, bis die Götter zuletzt unter der Führung des blitzeschleudernden Zeus ihre Hand gegen die Titanen erhoben. Es war der erste Krieg und der größte. Ozeane wurden bewegt und Berge überworfen. Götter und Titanen kämpften um die Vorherrschaft. Macht und List wogten hin und her, bis zum Schluss die Titanen den Krieg verloren. Die Götter warfen ihre Feinde unter die Erde, in die Grube von Tartarus, außer einem, dem stärksten und grausamsten der Titanen. Und ihn ketteten sie aus Rache unter einem Berg an. Dann war Zeus der König der Götter und Herrscher über die Welt. Siehst du, der hat viel mehr zu erzählen gehabt. Gut, der nächste. Deinem Anblick nach, Reisender, bist du sicher auf den Füßen und gewandt an Land. Nun, ich bin auf einem Schiff ebenso sicher auf den Füßen. Das ist schön für dich. Und da ist eine Quest, nehmen wir auch mal an. Blick die Richtung Wahrheit zu. Ist, dass ich selbst gerade erst angekommen bin. Ich war auf dem Kriegsschiff nach Athen, als das Lied der Sirene meine Besatzung durchdrehen ließ. Führerlos wurde das Schiff an den Felsen zerschmettert. Ich hing mich an eine Planke und wurde irgendwie an Land gespült, zusammen mit jeder Menge anderem Holz und großen Teilen der Ladung, welche aus Waffen und Gold bestand. Jo, wir sollen die Schiffswrackzeugs holen. Machen wir natürlich. Machen wir natürlich nicht, meinst du? Dann reden wir mit der Hauptquest. Leonidas hat dich also geschickt. Er muss alle Hände voll zu tun haben, wenn er nicht selbst kommt. Monster laufen in ganz Griechenland Amok, nicht nur in Sparta. Vielleicht kann das Orakel die Quelle hinter all diesen Angriffen enthüllen. Das Orakel fordert ein Opfer, wenn man eine Audienz wünscht. Nimm einen Zweig vom heiligen Olivenbaum und bringe ihn zum Orakel von Delphi, dem größten aller Orakel. Könige und Tyrannen der ganzen Welt bitten um ihre Prophezeiung. Du findest den heiligen Olivenbaum in einem Hain an der Straße nach Delphi, über dem Helikospass. Sei vorsichtig, Krieger. Ich bin niemals vorsichtig. Wir haben einen neuen Gepäckbeutel gekriegt, den ich so gleich ausprobiere. Oh, der funktioniert toll.
Ja, ganz wundervoll. Jo, ich hör's. Hörst du das? Lass es bitte an. Oh. Geilstes Chill-Lied überhaupt. Ja, Leute. Ich glaube, der Part ist vorbei. Ich würde nur sagen, das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich aktiviere nochmal schnell das Portal. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch und so weiter. Haut da rein, Freunde. Tschüss. Ciao.